Das Beste, was den Märkten passieren konnte, war, dass sich heute Jerome Powell nicht zur Geldpolitik äußert bei seiner Rede in Schweden. Und so ist es gekommen, nachdem gestern zwei Fed-Mitglieder, nämlich Bostic und Daly, die Party so ein bisschen gecrashed haben, muss man sagen. Gestern ja sehr, sehr freundliche Kurse zunächst und dann diese Kommentare dieser beiden Notenbanker, die gesagt haben, naja, wir werden die Zinsen über 5% anheben. Wie viel wissen wir noch nicht so genau, aber wir werden sie auf jeden Fall 2023 nicht senken. Und das war nicht gerade das, was die Märkte hören wollten. Dementsprechend waren sie froh, heute nichts von Jerome Powell zu hören in Sachen Geldpolitik. Das hat geholfen. Aber wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen und damit praktisch den wichtigsten Index der Welt, dann sehen wir, der verkeilt sich, da wird jetzt bald eine Entscheidung fallen und dieses bald dürfte am Donnerstag sein, wenn die US-Inflationsdaten kommen. Da wird es einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung geben. Dazu gleich mehr, schauen wir uns die Dinge mal an. Er hat heute geschwiegen, der gute Jerome. Er musste also diese Rallye, die gestern stattgefunden hat und vorgestern, respektive schon am Freitag stattgefunden hat, nicht killen. Das haben letztendlich zwei seiner Fed-Mitglieder für ihn getan. Deswegen hat er heute sich nur sehr allgemein geäußert zur Zentralbankpolitik, zur Unabhängigkeit der Zentralbanken. Und hier hatte diesen Kommentar, hatte ich heute Morgen schon erwähnt, jemand bei Finanzmarktwelt kommentiert, dass dieser Sell-off, den wir gestern Abend gesehen haben, wahrscheinlich aus Sorge war, dass jetzt dann heute eben Jerome Powell auch wieder in dieses hawkische Horn blasen würde. Und das Ganze ist ausgefallen. Dann haben wir eine Rallye gesehen, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber eine gewisse Entspannung gesehen an den Märkten. Und die ganze Aufregung, all this excitement for nothing, so hat Zero Hedge hier kommentiert. Er hat also nichts gesagt. Alleine das war schon latent bullish, könnte man sagen, aus Sicht der Märkte. Okay, aber hier nochmal eine doch interessante Anmerkung von Powell. Er hat gesagt, wir tun alles, um die Inflation nach unten zu bringen und das wird politisch nicht sehr populär sein, das wissen wir so, Paul, aber wir haben eben das Arrangement, praktisch die Stellung, unabhängig agieren zu können und autonom unseren Job zu machen und genau das wollen wir tun. Und auch eine sehr, sehr interessante und wichtige Bemerkung von Jerome Powell, der gesagt hat, wir sind hier nicht dazu da, um Klimapolitik zu machen. Dafür haben wir kein Mandat. Das war wahrscheinlich eine direkte Ansage an die EZB. Die macht ja Klimapolitik, indem sie zum Beispiel Banken abstraft, die irgendwelchen Unternehmen aus dem fossilen Sektor Kredite geben, die irgendwelche Genderpolitiken betreibt, also die letztendlich Dinge tut, die sie eigentlich überhaupt nicht in ihrem Mandat hat. Darum hat sie sich viel zu lange gekümmert, viel zu lange nicht gekümmert um die Inflation. Und naja, die Amerikaner haben einen Notenbanker im Format eines Jerome Powell. Wir haben eine Christine Lagarde. Das ist sozusagen mit einem Satz erklärt, was der Unterschied ist. Wir sind kein Climate Policy Maker. Dazu fehlt uns das Mandat. Und solange das wir nicht haben, dieses Mandat, und wir streben es auch nicht an, insofern werden wir auch keine Klimapolitik machen. Ich hoffe, die haben sehr genau zugehört in Schweden, die Herrschaften, die da versammelt waren. Lagarde war natürlich mal wieder nicht dabei, aber schwamm drüber. Wie ist jetzt die Erwartung für die weitere Zinspolitik der Fed? Und das ist ja das Entscheidende. Die Märkte sind völlig abhängig von den Aussagen, Daten der Fed, die sie praktisch hier kommuniziert. Ich hatte heute Morgen von einem Psychokrieg gesprochen. Die Märkte wollen eigentlich, dass die Fed umsteuert. Die Fed will nicht, dass die Märkte glauben, dass sie umsteuert, weil dann die Financial Conditions sich lockern würden, damit die Nachfrage steigt, damit das Inflationsproblem dauerhafter wird. Hier sehen wir, dass die Märkte im Grunde noch zwei kleine Zinsschritte erwarten, also im März Schluss sei, Zinsen dann bei 4,75 bis 5% und dann eine erstmal eine Pause und dann die erste Zinssenkung im Dezember 2023. Das Ganze würde dann so weitergehen und das in einer Situation, wo wir schon richtige Probleme der US-Wirtschaft haben. Die beiden ISM-Indizes, Gewerbe und Dienstleistungen, beide ja unter 50, also Schrumpfung signalisierend. Und Jamie Dimon, der wohl mächtigste Banker der Welt, könnte man sagen, Chef von JP Morgan, der hat gesagt, naja, ich hätte jetzt nichts gegen eine Zinspause, also dass die Fed jetzt mal einfach
die Füße stillhält und mal abwartet. Es hat so ein bisschen lange gedauert, so heute, Jamie Dimon, bis die Fed in den Quark gekommen ist mit der Bekämpfung der Inflation. Dann hat sie sehr schnell aufgeholt und ich denke, so sagt er, es würde jetzt nicht schaden, mal 3 bis 6 Monate zu warten, um zu gucken, wie entwickelt sich die Konjunktur, wie wird die bisherigen oder wie werden die bisherigen Zinsschritte eigentlich dann reinwirken in diese Konjunktur? Was wird das letztendlich bewirken? Da gibt es ja einen Verzögerungseffekt. Und die Fed selber sagt ja auf jeden Fall, nee, wir werden jetzt noch erstmal weitermachen, vor allem aber die Zinsen nicht senken. Und das kann sie eben nicht tun, wie gesagt, weil würde sie das geringste Signal geben, wir werden jetzt so langsam umsteuern, dann würden die Märkte sofort wieder Party machen, Rohstoffpreise würden steigen, Dollar würde fallen, all das hätte inflationäre Auswirkungen auf die USA und die Fed fürchtet praktisch eine Wiederkehr der 1970er Jahre, als eben die Inflation ja wieder deutlich nach oben gegangen ist und somit ein bisschen das letzte Argument, das die Fed irgendwie wirklich sinnvollerweise einführen kann für die Beibehaltung der Zinspolitik, dieser doch relativ aggressiven Zinspolitik, ist der Arbeitsmarkt und hier hat die Fed ja klar gesagt, also wir würden erst umsteuern, wenn wir wirklich sehen, dass die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Jetzt haben wir die Arbeitsmarktdaten am Freitag gesehen, die von den Märkten ja gefeiert wurden, weil die Stundenlöhne dort nicht so stark gestiegen waren, wie befürchtet. Und da ist die Arbeitslosenquote auf 3,5% gefallen. Also das wird nicht das Niveau sein, wo die Fed sagt, naja, wir steuern jetzt mal um. Also das ist so ein bisschen das, was vielleicht die Märkte, naja, die haben Party gefeiert am Freitag, was sie ein bisschen übersehen haben, dass die Fed hier bei einer solchen Arbeitslosenquote noch weit, weit entfernt ist vom Umsteuern. Insgesamt, denke ich, ist die Fed noch relativ weit vom Umsteuern, auch wenn wir natürlich am Arbeitsmarkt, gerade im Tech-Sektor in den USA, wahnsinnig viele Entlassungen sehen. Heute ganz frisch jetzt Coinbase, dieses Krypto-Unternehmen, feuert 20% der Mitarbeiter. Zuletzt ja Twitter, Apple mit Hiring Freeze, Twitter 75% entlassen, Amazon 17.000, Goldman Sachs, gestern waren es glaube ich 8% der Bevölkerung, Meta 13%, Intel 20%, also das Ganze, das wird praktisch auch einen Domino-Effekt haben, weil es viele Firmen gibt, die diesen Tech-Unternehmen zuarbeiten. Da dürfte dann auch das eine oder andere wegfallen, aber eben etwas später. Diese Tech-Unternehmen sind eben so eine Art Frühzykliker in diesem Bereich und die Small Businesses, also die kleinen Firmen, die so um und bei 50% der Jobs in den USA stellen, da wird der Optimismus dieser kleinen Firmen, respektive deren Firmenlenker, wird immer schwächer, so schwach jetzt, so negativ, so pessimistisch wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Und die sind ja direkt am Boden der Tatsachen, könnte man sagen. Die sehen, was mit den Leuten passiert. Die sehen, wenn die Leute nicht mehr so viel Geld ausgeben können. Wir haben heute gesehen oder gestern Abend aus den Daten gesehen, dass die Kreditkartenschulden in den USA massiv gestiegen sind, weil die Leute versuchen, ihre gestiegenen Kosten durch Pump letztendlich zu kompensieren, um ihren Lebensstandard halten zu können. Jetzt hat die Weltbank heute ihre Schätzungen für die Weltkonjunktur runtergenommen. Die Rezessionsrisiken hätten massiv zugenommen, so die Weltbank. Also da braut sich schon etwas zusammen, aber die Fed hält Kurs. Und hier sehen wir diese von mir angesprochene Verkeilung des S&P 500. Das läuft jetzt hier so aufeinander zu. Und normalerweise hat man in solchen Situationen und dann eine dynamische Bewegung, ein Ausbruch entweder nach unten oder eben nach oben. Das wird wahrscheinlich sehr stark auf die US-Inflationsdaten ankommen. Hier die Erwartung, die am Donnerstag kommen, die Erwartung 6,5% zum Vorjahresmonat. Und ursprünglich war die Erwartung plus 0,1% zum Vormonat. Das Ganze hat sich aber jetzt so ein bisschen immer mehr niedriger verschoben. Jetzt die neueste Konsensschätzung geht davon aus, dass wir sogar einen Rückgang von minus 0,1% bei der Inflation sehen werden. Das wäre natürlich eine Steilvorlage nochmal für die Bullen, die dann nochmal Party machen könnten und sagen könnten, siehst du, die Inflation kommt doch zurück. Solche Marktreaktionen haben wir ja schon öfter gesehen, aber unterstützt vielleicht auch hier durch das, was diese Inflation so hartnäckig gemacht hat, nämlich durch diese Rent Measures. Also praktisch durch alles, was mit Miete zu tun hat, Owner's Equivalent Rent, also der ganze Unterkunftsbereich, wenn man so will, all das dreht jetzt ins Negative, ist nicht mehr inflationsbefördernd. Teilweise die Daten ja Owner's Equivalent Rent
6 bis 9 Monate verzögert aufgrund des Umfragesystems, das diese Daten erhebt. Also hier könnte Unterstützung kommen, eben durch niedrigere Mietesituationen und die Dinge insgesamt haben sich jetzt an den Märkten geändert, wenn wir das mal mit 2022 vergleichen, etwa im Dow Jones, da sind die Unternehmen, die gut gelaufen sind, 22, die laufen jetzt schlecht und die, die schlecht gelaufen sind, 22, die laufen jetzt gut in 23. Also das ist immer wieder dieses Spiel, Tech lief jahrelang gut, jetzt lief dann Tech oder läuft seit dieser geldpolitischen Wende eben Tech schlechter. Und wie die Dinge sich ändern, hat hier ein Kommentar auf Finanzmarktwelt auf den Punkt gebracht. Haben in den letzten Jahren, die Zeit nach der Finanzkrise bis jetzt, die Bären auf einen Unfall am Markt gehofft, welcher die Aktienkurse abstürzen lässt. So sind es jetzt die Bullen, die diesen Unfall herbeisehnen, um weiter vom günstigen Geld der Notenbanken profitieren zu können. Nur Liquidität rechtfertigt die zum Teil wahnwitzigen Bewertungen der Unternehmen. Der Bulle wird somit zum Pessimisten und der Bär in Bezug auf einen möglichen Unfall am Markt zum Optimisten, wie die Zeiten sich doch ändern. Ja, da ist was dran. Und die Bullen müssen hoffen, dass die Konjunkturdaten möglichst miserabel ausfallen, damit dann die Fed umsteuert, während die Bären sagen, siehst du, die Konjunktur ist stark und wahrscheinlich bleibt sie auch stark, dementsprechend muss die Fed weiter so rigide agieren. Also manchmal sind die Dinge unbegrenzte, lustig und abstrus. Abschließend vielleicht noch mal ein Hinweis zu Gold. Da hat jemand kommentiert, Mensch Huckmann, du sagst ja gar nichts mehr zu Gold. Ja, richtig, habe ich länger nicht gemacht. Gold ist ja gestiegen, wie Sie hier in diesem Chart sehen. Ein Analyst äußert sich hier zum Goldpreis und sagt, okay, das sieht ja alles ganz gut aus, übergeordnet sind wir bullisch, aber das könnte langsam so ein bisschen kritisch werden. Hier sehen wir mal diese Formation im Gold. Das ist eigentlich eine bärische Verkeilung, die wir jetzt hier langsam sehen, die in der Regel gerne nach unten ausbricht. Gold wird so ein Twitter-Kommentar wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 24 Monaten deutlich fallen. Möglich ist es, wir werden sehen, aber das ist eine Chartformation, die mir nicht so gefällt. Dieser Anstieg ist steil, der wird aber jetzt so ein bisschen abgeflachter. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass die Dinge schwieriger werden. Und im kurzen Zeitfenster, wenn wir uns mal Gold anschauen, dann sehen wir, da sind wir schon so ein bisschen an diesem Widerstandsniveau, das wir im Sommer hatten, nach diesem doch relativ steilen Anstieg. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Nächstes großes Widerstandsniveau $1.900 in diesem Chart von Capital.com. Und wenn wir nochmal kurz nach China kommen, hier sehen wir, dass aufgrund der Corona-Situation, die in China sich wahrscheinlich noch verschlimmern wird, weil jetzt die große Reisewelle zum chinesischen Neujahr ansteht, da werden viele aufs Land fahren, werden viele in ihre ehemalige Heimat fahren. Dementsprechend ist das Land nicht vorbereitet, da gibt es auch die medizinischen Kapazitäten dort nicht, aber wir sehen auch in den Häfen, und das ist für uns wichtig, nachdem viele deutsche Firmen jetzt berichten, dass eigentlich die Lieferengpässe sich so ein bisschen entspannt hätten, dass da offenkundig wieder Probleme in den Häfen in China jetzt der Fall sind. Das hat sich jetzt in der ersten Woche vor allem wohl deutlich verschlechtert. Und wenn wir nochmal nach Europa kommen, da hat hier Frau Schnabelina gesagt, ja, die Zinsen müssen noch deutlich und stetig steigen. Also auch bei der EZB kein Pivot, keine Wende erkennbar. Und wenn wir jetzt direkt nach Deutschland mal reinspringen, dann hat aller meine allerbesten Freunde, Marcello Fracciarino vom DIW, das überwiegend ja mit öffentlichen Geldern finanziert wird, gesagt, also Deutschland droht keine Deindustrialisierung durch die Energiekrise, sondern nur dann, wenn Unternehmen die ökologische und digitale Transformation verschlafen. Kürzlich hatte ja schon Fratscher die Industrie der Panikmache bezichtigt in Sachen Energiepreise. Das finde ich immer super lustig, wenn da jemand aus seinem Elfenbeinturm, der weitgehend von öffentlichen Geldern lebt, dann denjenigen, die in der Praxis sind und wissen, was läuft, sagt, ja, ihr macht ja Panikmache, dann sagt das für mich alles. Also dieser Marcello Fracciarino ist ein Kontraindikator, wenn man sich oder wenn man wissen will, was ist die Wahrheit und fragt der Fratscher, dann weiß man genau, was nicht die Wahrheit ist. Immerhin dazu taugt er offenkundig. Und schwierig finde ich auch das, was jetzt der Klingbeil von der SPD gesagt hat.
der gesagt hat, eben ja, es waren ja viele Profiteure in Deutschland in der Corona-Zeit, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr Geld einnehmen, die müssen sich jetzt beteiligen. Wir sprechen hier meistens von Unternehmen, die geguckt haben, wie sie über diese Krise kommen. Wir brauchen mehr Geld, so sagt Klingbeil. Ja, warum? Weil der Staat eben immer mehr an sich zieht, der Staat wird immer fetter und muss deswegen finanziert werden. Hier sehen wir mal die Staatsquote, die geht immer weiter nach oben, dürfte 22, die Daten reichen hier nur bis 21, dürfte noch massiver gewachsen sein, eben durch diese ganzen Maßnahmen. Erst verteuert man Energie künstlich, CO2-Abgabe und so weiter und so fort. Dann subventioniert man hintenrum, entschädigt die Leute hintenrum wieder für das, was man ihnen vorher teuer gemacht hat durch Subventionen. All das ist das Steuergeld unserer Kinder und Enkel. All das werden unsere Kinder und Enkel bezahlen müssen, damit hier diese Wohltaten, die teilweise selber oder nötig sind, offenkundig, weil man vorher es selber verbockt hat. Das ist eine sehr schwierige Geschichte und der zeigt immer mehr Staat, immer weniger Eigenverantwortung, immer weniger Risiko, Leute, die bereit sind, ins Risiko zu gehen, Dinge zu erfinden, Dinge zu machen, Dinge an den Staat zu bringen, stattdessen sich eben entspannt zurücklehnen und sagen, ja, der Staat wird es ja schon richten mit dieser Haltung. Und als Symbolfigur dessen Marcello Fracerino werden wir nicht sehr weit kommen. Der DAX allerdings, um jetzt hier wieder die Kurve zu kriegen, ist zuletzt doch relativ weit gekommen. Warum entwickelt er sich besser? Dazu ein Artikel, den ich Ihnen empfehle, von Wolfgang Müller. Warum jetzt der deutsche Leitindex besser läuft als der S&P 500 und noch zwei weitere Artikel. Die Inflation treibt US-Verbraucher in die Kreditkartenfalle. Ich hatte es heute oder in diesem Video schon erwähnt. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung zum Goldpreis. Diejenigen, die das gelbe Edelmetall schätzen oder wie auch immer hier investiert sind, sollten sich diesen Artikel durchlesen. Also drei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.